Was ist Big Data? Genau diese Frage werde ich in diesem Video beantworten. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Big Data als relativ neuer Begriff meint Daten, die nicht mehr so ohne weiteres verarbeitbar oder analysierbar sind. Und das ist nicht allein von der Menge, sondern auch von der Struktur der Daten abhängig. Eine genaue Definition, ab wann von Big Data gesprochen werden kann, gibt es grundsätzlich nicht. Bei einem Unternehmen beginnt Big Data bei 100 Terabyte an Daten, bei einem anderen Unternehmen bereits bei 10 Terabytes. Es ist auch so, dass Big Data oftmals auch als Sammelbegriff für die moderne digitale Technologie verstanden und verwendet wird. Im Zuge der Digitalisierung nimmt Big Data immer mehr Einfluss auf die Sammlung, Verwaltung, Verwertung und vor allem der Analyse von digitalen Daten zu. Im Vordergrund von Big Data steht das Interesse, herkömmliche Analysen von Daten auch anwenden zu können, um möglichst viele detaillierte Daten zu bekommen aus unterschiedlichen Informationen. Diese können wiederum für das Erreichen wirtschaftlicher Ziele genutzt werden. Im Gegensatz zur konventionellen Datenverarbeitung spielen bei Big Data folgende drei Merkmale und Definitionen eine sehr wichtige Rolle. Das Volumen. Die riesige Menge an relevanten Daten ist das Hauptmerkmal. Informationsmengen unter einem Terabyte werden in der Regel nicht zu Big Data gezählt, da Experten davon ausgehen, dass die Datenmengen in den nächsten Jahren immer weiter ansteigen. Sind auch denn für Unternehmen interessante Informationen keine Grenzen gesetzt? Das Analysepotenzial steigt dadurch stetig an. Kommen wir zum zweiten Merkmal, Velocity. Neben der Menge spielt auch die Geschwindigkeit, mit der die entsprechenden Informationen entstehen und verarbeitet werden, eine enorm wichtige Rolle, wenn es um die Definition von Big Data geht. Je nach Quelle werden Daten nämlich unterschiedlich schnell erstellt bzw. aktualisiert. Wie in diesem Diagramm zu erkennen, gibt es diese Abstufungen Echtzeit, nahe Echtzeit und periodisch. Kommen wir zum letzten dieser drei Merkmalen, Variety. Die Big Data Tools, die von Unternehmen eingesetzt werden, müssen in der Lage sein, Daten aus verschiedenen Quellen beziehen zu können. Die Informationen stammen meist aus einem Netzwerk verschiedener Medien. Trotz dieser Unterschiede hinsichtlich der Struktur, Organisation und Formatierung müssen alle Daten gleichermaßen verarbeitet werden können. Nun sind wir am Ende dieses Videos. Ich hoffe, ich konnte euch diesen Begriff näher bringen. Und falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Und ich freue mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Tschüss und bis bald.